Er war keine 30 Sekunden auf dem Feld, Nedrijim Halili. Schon hat er das 2:0 beim Auswärtsspiel in Bad Friedrichsthal erzielt. Dreimal hatte er davor mit den Kickers trainiert, ein Einstand nach Maß. Ich war froh, erstmal so früh reinzukommen in der 60. Und dann Mio, ein hoher Ball, wir erobern ihn zurück, super, ich gehe ins Dribbling und mit links reingehauen. Dass es so schnell klappt, war natürlich fantastisch. Sehr gut, dass wir auch gewonnen haben. Beim VfB ausgebildet ging es für Halili über den HSV 2, Albanien, Ravensburg und Ulm nach Thailand. Zu Beginn seiner Karriere war Ricci, wie ihn Trainer Flitsch ruft, U15 und U16 Nationalspieler. Jetzt will er mit den Kickers zurück in die Regionalliga. Also ich persönlich finde, der Verein an sich verdient sich diese Liga, mindestens diese Liga. Und ich versuche einfach mein Bestes zu geben, mir im Training, in jedem Spiel. Und wenn ich dann so mit mal Toren oder Vorlagen der Mannschaft helfen kann, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. 3 Siege in Folge, 8:0 Tore. Eine Serie, die sich sehen lassen kann. Seit dem 5. Spieltag scheint es bei den Kickers zu laufen. Seitdem ist auch er wieder zurück, Şkemp Miftari, der schon 21 Drittligaspiele für die Kickers bestritt und froh ist, wieder im blauen Trikot aktiv zu sein. Es war ein sehr schönes Gefühl. Ich war ja schon vor 4-5 Jahren hier. Habe damals meinen Profivertrag damals hier in der 3. Liga gehabt und freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Ich war leider nicht die letzten 3-4 Jahre hier. Dass sie runtergekommen sind, hat mich persönlich auch mitgenommen, weil ich weiß, was der Verein hat, was für Fans sie haben. Und es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Fans auch jedes Auswärtsspiel da sind. Und wir hoffen einfach, dass wir jedes Spiel gewinnen und einfach nach oben können. Unter Flutlicht erwarten die Kickers dann am Freitag um 19 Uhr im Gazi-Stadion den ersten CFR Pforzheim. Der steht aktuell auf Rang 11. Es könnte Historisches passieren, denn 4 Siege in Folge gab es bei den Blauen zuletzt im Februar 2015, damals noch in der 3. Liga.